What the fuck? What's what? Wow. Okay, der Gegner sieht schon beeindruckend aus, ne? Oh, wir werden ihn trotzdem besiegen. Er will schlagen. Schlagen. Oh, er hat geblockt. Das ist einfach jetzt nur eine beeindruckende Szene, ja. Desperado Knight. Bro, du siehst wirklich cooler aus, aber... Ja, ist auch klar, dass er wieder erstmal eine Vorphase hat. Und jetzt kann man finishen. Und es fliegt. Ja, ich hab doch gerade gestanden, du Horst. Relativ wenig Schaden. Ich denke, das war weniger so cool. Hast du eigentlich keinen gerade einen Stun? Okay, er blutet aber schon. Sein Angriff ist gedauert. Definitiv ist auch schon gedauert. Meine Attack und mein Kick sind auch schon gedauert. Hilfst du mich mal ein bisschen? Wir haben den Gegner sogar ohne Schaden zu bekommen besiegt. Das war's. Ja, auch das ist natürlich so wie das Alter. Ja, thanks for hardware, bla bla bla, back to Arc Sophia, let's go Asuna. Sonst steht da, let's go back Asuna. Aber die nächste Szene, die jetzt kommt, die wird wahrscheinlich wieder neu sein. Die werden jetzt wahrscheinlich über Stereo debattieren, was da jetzt los war. Hä, nö? Pustekuchen, aber ja, jetzt würde man sagen, hey Flui, du hast jetzt gar nichts mehr auf. Du kannst jetzt einfach mal richtig schnell jetzt weitermachen. Ja, der weiß, Eggels Gästeshop ist immer so ein besonderer Eggelshop, denn dort werden trotzdem immer noch einige Sachen stattfinden, auch wenn das Spiel sagt, ja, das ist doch gar nichts jetzt passiert. Aber wir kennen das Spiel gut genug, dass wir wissen, dass im Eggelshop immer irgendwas abgeht nach dem Boss. Und so wird das mit Sicherheit auch in diesem Fall sein. Hä? Was? Im Eggelshop passiert nichts? Ist das euer Ernst? Auch hier passiert nichts? Okay, das ist komplett neu. Echt? Wir haben nichts auf? Geh ich nochmal raus? Hä? Okay. Und Stereo ist so voll uninteressant, oder wie? Okay, nischt das irgendwie heute los. Hä? Das ist komplett neu. Das hatten wir ja noch nie. Ich kann mich an nicht eine einzige Ebene erinnern, wo ich nicht mit 10.000 Zwischensequenzen danach zugespammt wurde. Auf die Uhr. Wir haben 1:11. Soll ich vielleicht... Wir haben ja jetzt noch so viel
eigentlich haben wir noch viel zu tun, aber ich würde das erst gerne mit den Betzin eigentlich nachholen. Kann ich jetzt nochmal den Quest abgeben sogar schon? Ja, siehst du. Crystal Rush ist auch schon fertig. Dann muss ich nur noch eine Quest komplettieren. So. Okay, das ist komplett neu. Ich bin eigentlich dafür, dass wir sagen, okay, pass auf. Wenn ich jetzt tatsächlich nichts aufhabe, ich möchte aber jetzt trotzdem nochmal in den Hulu-Area gucken. Wegen... alle Quests beendet. Ist das das hier? Oh, ja, I don't know. Hab don't know gerade. Müsste sich nicht das hier aktivieren? War das nicht das? Hab gerade keine Ahnung. Da muss ich nochmal googeln. Ja, wir könnten jetzt rein theoretisch die Grand Grasp machen. Ah, Mann. Ich hatte jetzt auch gerade überlegt, ob wir ein bisschen Implementation machen. Das wäre eigentlich auch eine Idee gerade gewesen, die ich gerade hatte. Implementation einfach zu machen. Problem ist gerade, dass ich jetzt nicht weiß, was ich da jetzt für die Implementation machen musste. Deswegen würde ich tatsächlich sagen, wir machen tatsächlich die Bettszenen. Okay. Dann beende ich jetzt hier erstmal die Aufnahmesession. Ich bedanke mich vielmals für eure Aufmerksamkeit bei dieser Aufnahmesession von Sword Art Online Holy Fragment. Es ist aber jetzt aktuell noch nicht vorbei. Wie gesagt, es kommen jetzt erstmal die ganzen Zwischensequenzen mit den Bettszenen. Und in der nächsten Aufnahmesession werden wir uns dann wiedersehen, wo wir dann den Boss der Ebene 97 machen. Und hier, da, genau. Also wir werden den Boss der Ebene 97 klatschen. Dann werden wir dann noch die ganzen Quests dafür machen. Sollte denn noch ein bisschen Zeit sein, würde ich noch gerne die Implementation und die Grand Quest dann gerne anfangen. Aber ich würde das jetzt erstmal gerne mit dem Bettchen einfach mal abgeschlossen haben, damit ich einfach sagen kann, okay, das haben wir jetzt einfach fertig und müssen wir jetzt nicht mehr machen. Auf jeden Fall bedanke ich mich vielmals für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit den Bettszenen. Kirito. いいかな? そうだな。 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 わかりました。 そうだな。 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 そうですね。 さよならです。
ちょっとだけ横になるね。ギルト。そうだな。そうだな。わかった。そうだな。わかった。そうだな。そうだな。そうね。そうだな。そうだな。そうだな。わかった。そうだな。そうだな。そうね。それじゃあね。ねえキリト、アスナとは仲良くしてる？浮気なんてしてないでしょうね。誠意を持って大事にしてる？だってキリトって女の子に結構モテるじゃない？ちょっと心配なんだよね。言っておくけど、アスナを泣かしたら私が許さないからね。そういうことならこっちは大丈夫だけど。そうよ、そうに決まってるじゃない。私眠くなってきたから寝るね。おやすみ。何？こんな格好誰にも見せられない。少し横になってもいい？キリト？そうだな。そうだな。わかった。
da na. So da na. So ne. So da na. So da na. So da na. So da na. So ne. So da na. So ne. So da na. どうしたの？別に気にしなくていいのに。私は気にしないって言ったの。変に気を使われる方がしんどいから。それに、ベッドの方がちゃんと体を休められると思うし。休めるときに休まないと、もしものときに動けないでしょ？寝不足のまま戦闘になったら困るのはあんただけじゃないんだから。早く寝た方がいいんじゃないの？それはそうなんだけど、もう少し起きててもいいかなって。わかってるわよ。じゃあ、おやすみなさい。あんたと一緒だからよ。別に。また明日もよろしくね。